Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Adventure Map. Nicht die dritte Adventure Map, denn zum dritten Teil der ersten Adventure Map, die wir spielen. Genau. Ja, das ist, glaube ich, der letzte Teil, soweit ich das immer rausverstanden habe. Mhm. Hier steht noch ein kleines Schild. Übrigens, Secret-Hinweise werden mit Glowstone markiert. Okay. Meistens. PS, ja, es gibt Secrets, also sucht alles ab. Okay. Hier haben wir unsere Weißt Kisten. Weißt du, wie viele es gibt? Nee, steht ja nicht da. Also hier sind unsere Kisten. Oh, hallo. Essen und die Rüstung erstellen dürfen wir haben. Die mir her. Mein Gott, ey. So. Dann lese ich mal die Dinger hier vor. Story-Regeln und willkommen. Erstmal willkommen, ne? Willkommen zum dritten Teil. Dritten und letzten Teil der Adventure Map. Also, dann ist die vorbei von Marius. Ich hoffe, die letzten Teile haben euch gefallen. Übrigens, wollt ihr weitere Adventure Maps von mir? Ja, gerne. Warum nicht? Naja, ich liebe auf jeden Fall. Viel Spaß. Gut. Wir gehen. Dann ist das irgendwie... Noch nicht drücken. Ach so, ein Buch, so. Sorry. Nachdem ihr die Untertanen des Pilzkönigs besiegt habt, gönnt ihr euch eine kleine Pause im YouTube-Erholungsdorf, wo alle YouTuber sich entspannen. Okay. Und dann nochmal die Regeln. Keep Inventory true, die nächsten. Ach ja. Difficulty 0 haben wir, glaube ich. Warte, das muss man nochmal eingeben. Game Rule, keep Inventory true. Und dann kannst du direkt als nächstes eingeben, Difficulty 0. Nicht cheaten und keine Blöcke abbauen. Gut, dann gehen wir mal auf Beginnen. Oh Gott, wo sind wir? Ach so, hier. Ach, hier ist wieder diese YouTube-Stadt. Ja. Gommes Haus. Dann gehen wir nochmal Gomme besuchen. Hallo Gomme. Gomme mit Gomme reden. Hey ho, meine lieben Minecraft-Freunde. Ich kann gerade... Was? Ich kann gerade nicht, ich koche. Okay, da steht doch der Ofen. Okay, da hat nichts im Haus. Warte. Kauf dir ein paar Möbel. wie ist das hier aus? Logo, ach du Gott. Ach, hier. Logo. Logisch ist, hey ho, hi. Und was macht ihr so? Ich spiele gerade Musik. Nehmt doch aus der Kiste eine Disc und tut sie in die Jukebox. Ich hab die Disc. Okay, tu mal rein. Ich hab Musikblick ausgemacht, aber machen wir. Niemand hört die. Ja, krasse Musik, ey. Den DJ möchte ich gerne haben. Ja, komm! Ist das die 100 deren Musik hören, oder was? Ja. Haus von Crafting Pad. Cool. Crafting Pad, reden mit Crafting Pad. Och Mann, wieso funktioniert das nicht? Ja, dann. Das sagt er wirklich voll offen. Ja. Haus von Pixel. Auch, Mann. Pixel Wall. Oh, ich komm mir die Türen schreien, ey. Oh, hi, naja, tschüss. Was ist denn da oben? Okay. Nix. Okay. Die Musik höre ich immer noch, ey. Ja, die geht auch die ganze Zeit durch. Haus von Nebelnik. Okay, ist wo ist oben. Der denn? Ganz oben, wo der Nebelnik ist. Bilou von Bibi schmeckt nicht nach Donut, obwohl ein Donut auf der Verpackung abgebildet ist. Okay. Und wen ist das Haus? Ich bin noch nicht da, warte. Red mit Holly. Holly. Ach Gott. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac. Läuft die Aufnahme? Ja, gut. Oh, hey, mit Pfelle und Denise. Was geht? Ich habe gerade einen 24-Stunden-Stream The Binding of Isaac gespielt. Und obwohl ich todmüde bin, nehme ich noch schnell eine Folge auf. Viel Spaß, Holly. Alles klar, mach's Holly. Gut. Tschüss, Holly. Grüß die Kinder. Tschüss. Okay. Hier ist ein Brunnen. Sollen wir hier rein? Ja, das sieht gleich aus, als wenn wir da rein müssten. Ja, gehen wir gleich. Gehen wir jetzt noch die Häuser im Haus von Nestflo und Blockler. Oh, okay. Hey, raus hier. Okay. Wir gehen schon. Okay. Haus von Oliver, Dalekart und Baloui. Oh Gott, ey, alle hier drin. Sprechen. Ich nehme das Bett. Nein. Ich. Okay, die bewegen sich auch so bescheuert. Haha, wie gut das gemacht ist. Okay, wollen wir erstmal in den Brunnen gehen? Das ist, glaube ich, ein Secret, ne? Weil der hat ja gesagt, mit Redstone-Blöcken und hier sind Glowstone-Blöcken. Ich gehe da mal runter. Ja, einfach rein. Das sieht nämlich nach einem Secret aus. Steht hier was auf dem Schilder? Nein. Wenn es geht, Zelda-Musik an. Ich glaube nicht, dass ich Zelda-Musik anmachen kann, weil es wahrscheinlich Gamer-Musik ist. Aber ich erkenne schon, das soll Triforce, glaube ich, sein, ne? Ja, ich habe schon was bekommen. Und du hast das Triforce? Ich habe ein Buch bekommen. Fun Fact, das Schwert zu craften am Boss
Hat 3024 Level gekostet. Alter Schwede, was ist drauf? Schärfe 5, Verbrennung 2, Rückstoß 2, Schärfe 4, Stärke 5, Schlag 2, Plünderung 3, Unendlich 1, Haltbarkeit 3, Effizienz 5 und Glück 3. Gib mal. Nein. Nee, ich will es mal sehen. Ich habe noch hier ein Secret bekommen. Hier kannst du das Buch noch haben. Secret. Okay, das müssen wir wahrscheinlich behalten. Ich weiß es okay, nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder hier raus. Ist das der Raum, der uns fotografiert hat und über Twitter geschickt hat übrigens, ne? Ja, genau. Erkenne ich jetzt auch, jetzt erst im Nachhinein, habe ich das jetzt mal so erkannt. Ich hätte das direkt gedacht schon. Okay, dann haben wir schon mal ein Secret gefunden. Und dann gehen wir mal hier hin. Ja, schön, dass du jetzt immer... Ach, ist das geleckt. Ja. Hier ist kein Hintereingang und auch kein Schloss. Die Tür ist abgeschlossen. Vielleicht ist ja irgendwo ein Schlüssel. Tipp, er ist am Schloss, also nicht weglaufen. Okay, dann müssen wir den erstmal hier suchen. Kann man von hier aus irgendwas drücken? Da ist eine Kiste auf jeden Fall, aber da kommt man nicht dran. Okay. Weil die so weit oben ist. Okay, dann suchen wir doch mal. Vielleicht hängt doch irgendwo hier oben. Ach, hier ist eine. Ja. Hier, wir gefunden. Dann laufen wir nochmal hier rum. Okay. Gucken wir rein. Okay, da denke ich, dass wir da nicht reinpassen. Okay, dann mach mal hier die Tür auf. Wo war das nochmal? Ah, hier. Warte, ich steh fast, geh mal weg. Jetzt dürft ihr Spawner abbauen. Findet die Spitzhacke. Okay, wir sind über eine Brückplatte gekommen. Ich hab die eben schon gefunden. Hier. Nein, hier ist kein Spitzhacke drin. Da ist auch gar nichts drin. Und was sind die auch erst? Dieses hohe Gras. Ist auch keine. Als ob. Die spawnen gleich, ne? Ich hab die Spitzhacke gefunden. Was soll die abbauen? Die Spawner, die Spawner. Wenn du welche findest. Da wird doch eh gar nicht spawnen, weil da Fackeln drauf sind. War das gewollt? Weiß ich nicht. Haben wir alle? Da unten sind Redstone-Sachen drin, in den Dingern da drin. Hier steht was. Erst drücken alle Spawner ab, wenn alle Spawner abgebaut sind. Komm her. Ja. Hier durch. Ach so. Huh? Oh. Ein Aufzug. Sollen wir ein bisschen warten oder einfach jetzt durchgehen? Wahrscheinlich nicht. Aufzug. Eine Schallplatte. Können wir nochmal Musik hören? Oh, da war schon eine drin. Hoch. Ach, das Fahrstuhlmusik. Oh Gott. Oh mein Gott, als ob jetzt ein Jump'n'Run kommt. Himmelsfestung Weg. Ist das gewollt? Hui. Hui. Oh Gott. Oh Gott, mit Schildern. Oh Gott. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich fall ins Wasser. Nein, ich auch. Okay, ich glaube, wir müssen uns umbringen, damit ich sterbe. Kill. Okay, man startet direkt hier vorne. Ja, deswegen sind wir auch über die Druckplatte. Okay. Das ist gut. Oh, du kleiner Schlingel, du hast Kopfsprünge gemacht, ey. Boah, da hat's bei mir irgendwie geleckt. Okay. Oh okay. Mann, ich hasse Kopfsprünge. Bams. Ja, mittlerweile weiß man ungefähr, wo man hier hin muss. Oh, der letzte Sprung, ey. Boah, diese Schilder, die nerven so ein bisschen. Hör, ich bin wieder runtergefallen. Oh Gott, ich bin auch. Schon wieder. Doch, okay, aber wir sind ja die... Und Elvis machen. Um dass ich nicht da wieder ganz runterfalle. Hätte einfach schlecht kill machen können. Hallo, ich falle die ganze Zeit runter. Von derselben Stelle, ich falle die ganze Zeit hier durch. Tja. Ist das nicht mal hier hin? Mach Game Mode 0 wieder. Mal gucken, ob ich hier wieder spawne. Boah, perfekt ins Wasser geschafft. So, hier ist wieder Redstone. Das heißt mal, ach, wieder Redstone Glowstone meine ich. Bitte spawn ich jetzt doch. Ich geh da mal hin. Weil ich bin ins Wasser gefallen. Soll ich jetzt warten, bis du hier auch bist? Ich warte mal, ne? Kann man hier nicht vorher noch speichern? Ich geh jetzt da hin. Ach, du bist automatisch hingezogen. Ja. Secret Illuminati confirmed die Zwillinge. Okay, was steht hier so drin? Die Zwillinge. Die Zwillinge sind YouTuber namens Michelle und Denise. YouTuber sind Leute, die andere Leute unterhalten. Leute, ich bin einer davon. Marius. Marius heißt rückwärts gesprochen Suiram. Suiram hat 6 Buchstaben. Oh Gott. Denise hat... Denise.
Denise hat auch 6 Buchstaben. Zufall? Ich glaube nicht. 6 minus 6 gleich 0. Punkt 0 plus 3 ist 3. 3. Ein Illuminati-Dreieck hat 3 Seiten. Denise Brille bei Minecraft-Skin. 4. Das kann kein Zufall sein. Das heißt, ich versuche mit Denise Michelle zu eliminieren. Zu Illuminatin. Was? Zum Illuminati machen, keine Ahnung. Um die Welt mit ihr okay. zu beherrschen. Um Adventure-Maps für YouTuber zu bauen. Damit ich der famste Bauer auf der Welt werde. Auf. Auf hat 3 Buchstaben. Das Illuminati-Dreieck hat 3 Seiten. Wir haben nun den unbeklagbaren Beweis. 11. 1, 1, 1. Die Zwillinge und ich sind Illuminati confirmed. Ich habe leider keine so keine krasse Stimme, dass ich das jetzt irgendwie machen könnte. Ja. Zurück. Ach gut, wir werden sogar... Hä? Sind wir eben hier rein? Ach ja. Ja, das war ein Checkpoint da drin. Okay. Runter schon gefallen? Mhm. Krieg ich jetzt einen Checkpoint da im Wasser? Nein, leider nicht. Das muss ich die ganze Scheiße nochmal springen. Nein, ich bin auch runter. Oh Gott. Jetzt kommt, wo krieg ich jetzt wieder den Checkpoint? Ja, hier oben. Okay. Ach, total lang. Okay, wir sind auf jeden Fall Illuminati-confirmed. Oh Gott, ich kann wieder nicht springen. Ich liebe diese Tastatur. Tastatur. Ja. Steht da noch mehr. Du musst das alles neu machen, wenn du runterfällst. Ich bin auch... Hallo, ich bin hier oben gespawnt direkt. Kann ich auch dafür, wenn ich da spawne? Oh Gott. Hier ist eine Plotte, okay. Das heißt Checkpoint. Hui! Boom! Unsichtbares Labyrinth. Ach du Scheiße. Oh nein, ich bin runtergefallen. Soll ich jetzt noch warten oder? Ja, natürlich wartest du noch. Was ist das denn dann, wenn du nicht auf mich wartest? Also unsichtbar ist es nicht. Unsichtbares Labyrinth. Man kann einfach... Okay. Hey, wie bist du denn jetzt gestorben? Ja, was zu merken. Das Ding hier bringt dich um, ne? Ich bin da nicht hin. Wusste ich. Ich wusste das. Das heißt, wir müssen gucken, zu welchen Dingern nee. Hier richtig sind. Ich gehe mal nach denen hier rechts. Zum Kriechtempo. Zack. Okay, ich weiß, was man machen muss. Ich habe richtig Hebel. Ich habe einen Hebel gefunden. Ach, ich lauf gar nicht. Okay. Hast du den rechten hier? Ich hab's geschafft. Du hast aber gar keinen Hebel. Muss man einen Hebel haben? Ich hab einen Hebel bekommen. Ich hab auch noch einen Hebel. Den haben wir wahrscheinlich durch die Druckplatte bekommen. Musst du rüber springen? Ja. Was wäre so fies gewesen, wenn dahinter direkt ein Loch wäre? Oh nein, ich schon wieder geschafft. Oh Mann. Ich bin gar nicht so schwer. Okay, ich bin runtergefallen. Ach guck mal, das ist unser Anfang. Ich bin gar nicht so schwer. Oh Gott, er fast weiter. Oh nein, ich muss das ganze Labyrinth nochmal neu machen. Geschafft. Okay. Ich habe schon hier gelesen. Übrigens, beim Labyrinth bekommst du durch einen Block einen Lever. Und den haben wir bekommen, beide. Nein! Oh, es ist halt erst ein letzter Sprung da. Ja, was denn? Du bist die ganze Zeit immer hochgeflogen. Einmal nur. Weil ich falsch gespawnt bin. Weil ich auch nicht dafür. Mach doch schon mal. Sogar Fackeln. Hast du auch Fackeln? Nein! Ach, Mann. Na, ja, schon Fackeln. Ich wollte cool sein und wollte einfach Warum so. Rennst du denn wieder zurück? Das ist ein Checkpoint hier vorne. Ach so, ich laufe in die falsche... Ach, deswegen kann ich auch da runter. Ja, eben hat der Checkpoint nicht geklappt. Ja, ich weiß, der klappt öfters mal nicht. Tschüssi. Ja. Geht hier noch was drauf? Geschafft. Oh. Mach dann gleich mal die Tür hier auf, ne? Nein, du wartest jetzt erstmal. Ich hab gesagt, ich mach doch gleich erst auf. Wenn du mal hier durchkommst. Ich hab gesneakt, mein Gott. Oh, schlau. Man sieht die auch immer, wenn man darüber rennt. Ich schaff diesen letzten Sprung nicht, ne? Das ist der vorletzte sogar. Kommt noch einer. Ja, wow, den würde ich eh schaffen. Mal gucken, ne? Ich sneake doch, mein Gott! Oh Mann, ey. Leute, wird Michelle das noch heute schaffen? Nee, werde ich nicht mehr.
Es wird dann noch so in 10 weitere Parts eingeteilt, weil ich für jedes Ding hier noch was länger brauche. Oh nein, ich stelle nur so um die Ecke. Ja, geil. Oh, ja, ja. Dass man auch so weit runterfällt, das ist auch scheiße. Mann, Mario, das ist ein kleines Arschloch, Mann. Ich gehe da in das Ding rein, okay, doch nicht. Oh Mann, ey. Jetzt aber. Ich will da reinfliegen, mein Gott, ey. Ich will wenn da drin landen. Jetzt denn rein, ne? Okay, jetzt machen wir ganz langsam. Oh, bist du da aufgeplatscht? Nee, gar nicht. Dass ich nicht einfach da stehen bleiben kann. Oh Mann, ey. Mein Gott, endlich. So. Was ist das hier? Oh Gott, ey. Nur drücken den. Nur drücken den. Du den Level hast. Wenn du nicht Level hast. Ich hab ja, den wie hieß aber nochmal was? Ich hab den aber, deswegen drücke ich den auch. Wo bist du denn hin? Ach so, wenn ich ihn nicht hab. Ja. Oh, das ist hier drin schon, aber. Nee, ich muss nochmal neu kommen. Oh Mann, ich mach das nicht schon mal. Ist mich, wie das gleiche hier, ne? Übrigens. Nein, ich bin runter. Oh Mann, ey. Das hat mich so verwirrt. Jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal neu rennen. Und wieder tot. Warte. Und nochmal von neu. Oh, das ist dein Ernst? Ich bin schon gleich da. Okay, ich bin wieder tot. Ey, warte doch mal, du sollst nicht vorrennen. Ja, ich bin doch noch hier durch den Gang. Da ist ja nichts. Ich warte hier auf dem. Hier, vom Gang. Ich hasse Kopfsprünge wie sonst was. Und dann auch noch so viele hintereinander, mein Gott. Ich hasse das schon bei Jump League, dieses Modul, dieses Obama-Haus, ey. Hm. Und das geht noch. Da springe ich so in allen durch einfach. Nee. Doch. Ich habe den letzten Sprung nicht geschafft. Hast du gesehen? Ich wollte noch mal hier rauf, hier kommen noch mal so 3 Sprünge. Solange ich da nicht runterfalle, ist mir das egal. Doch, hier fällst du natürlich runter. Ja, aber vielleicht komplett. Doch, klar. Oh, ich hab's nicht schon die 3 Sprünge runtergefallen. So. Nein, aber wir haben einen Checkpoint, ne? Ich lauf lieber noch mal runter. Ja, du hast einen Checkpoint. Ist nicht wahr! Ist nicht wahr! Der letzte Scheißsprung! Oh. Hast du es gesehen? Ja, einfach rauslaufen. Du könntest hier sogar rüberlaufen, wenn du einfach nur ganz schnell sprintest, eigentlich, ne? Ja. Jetzt kannst du über einen mach ich jetzt, ich mach jetzt den Simon. Nee, kann ich nicht. Und was jetzt nächstes gebaut, das erinnert mich voll an Krustenserver. Und dann tschüss. Ja, das ist auch unsere Insel. Sicher? Ja, ja. Nur nicht so spitz, aber es soll, glaube ich, nachgemacht sein. Weiß ich nicht. Doch, doch, ich sehe da schon einen bunten Weg. Der steht noch drauf auf dem Schild. Ja, jetzt hätte ich aber über Spoiler nicht schon. Hast du doch schon so gesagt, ey. Oh! Der Part wird so verlängert, ey. Bitte, wenn irgendeiner noch eine Map für uns hier bauen möchte. Baut mehr davon. Nein, baut nicht sowas, mein Gott. Das ist doch nicht für euch. Ist doch schön für euch zu sehen, wie ich hier die ganze Zeit immer runterfliege. Ja, das ist oder baut die Map bitte nur ein oder zwei Blöcke über dem Boden, ey. Ja, ist klar. LOL! Was denn? Ich bin von da hinten bis hier hingeflogen oder hier ist ein unsichtbarer Block, wo ich irgendwie hängen geblieben bin. Keine Ahnung. Kann man hier die. Komm einfach jetzt, mein Gott, ey. Ich schaff den Sprung bestimmt wieder nicht. Sag ich doch. Oh. Übrigens, der Server ist schon längst geschlossen, ne? Ja, schön. Ja, ich war als Schütz. Ey! Was zur Katze? So. Quatsch, ist ja nur so ein Kündchen. Ja, wow. Wo ist der Checkpoint? Ist keiner. Ach du Scheiße, wenn ich jetzt hier runterfalle. Und eins zu einer Sprünge. Ja, ich mach's gerade ohne Sprinten. Mach's normalerweise nie bei so Springen. So, nachempfunden von eurem Haus vom Christenserver.
Ja, und das da kommt ist, ich kann ja nochmal ein Video aufnehmen, das ist mittlerweile kein Haus drauf, sondern ein Pavillon von mir gebaut. Auf die Stühle kann man setzen. Wie süß! Womit denn? Ah. Wie sieht das so in F5 aus? Voll cool. Wie cool! Hallo. Können wir das essen? Guck mal, da können wir auch mal so ein Haus bauen mit, ne? Den kannst du das abnehmen. Wenn wir die Commands alle wissen, dann kann man damit noch ein Haus bauen. Cool, guck mal, da liegt ein Buch. Das sollen wir bestimmt lesen, oder? Kannst du das aufheben? Nee. Okay. Aber das Essen können wir ja aufheben. Ah. Oh, guck mal, Difficulty 1 jetzt, okay. Slash Difficulty 1. Du, das reicht, wenn du einmal eingibst. Okay, dann halt nicht, ey. Aber hier, ach, was sind die Türen? Warte, hier ist ein Redstone. Ach, nicht Redstone, ein Glowstone. Okay, ja, ich hoffe, wir haben keine Secrets bis jetzt vergessen. 2, 1. Nach Kampf drücken. Okay, dann gehen wir erst 1 rein. Muha, okay. Ihr denkt, ihr könnt mich besiegen? Hättet ihr wohl gedacht. Und macht. Ich mache euch fertig, okay? Jetzt kommt die 2. Da. Oh Gott. Denise, hol dein Masterschwert raus. Ja, hab ich. Der hat bestimmt jetzt 800 Leben oder sowas, ey. Ich kann gar nicht ausweichen, ey. Opfer. Ja, oha, der. Okay. Ich bin. Wither. Ja, ich hol meine Pinkstelle raus. Ich stehe hier hinten 3 Blöcke weg oder so. Halt mal eben den auf Schacht. Ich muss ganz kurz auf den. Auf ja, okay, ja, drück mal mit Block hinten. Okay. Ich fände das cool, wenn da noch so eine Anzeige drüber stehen würde, wie viel Leben der noch hat. Wombo-Kombo. Guck mal, der hat Kacke in der Feuerschutz, ne? Der ist voll riesig. Ist das groß? Doch klar, der ist größer wie wir. Ein Skelett einfach, nur mit einem Kugelpilz drauf. Ja, ich will die Knochen. Nach dem Kampf drücken. Okay, ich glaube, das war's. Ja, hier sind noch 2 Sachen drauf. Sagen wir danke und jetzt aber. Mach erstmal danke. Danke fürs Spielen meiner Map. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bewertung in Schulnoten. Ich würde dieser Map, das mit Secrets und so ist, gebe ich. Oh, Secret. 3 Insider Glowstone. Ich würde der Map jetzt. Ich gebe dir ein 2+. Es ist ausbaufähig, aber es ist schon mal auf jeden Fall. Ja, jetzt mach mal bitte wieder Licht, ja? Ist ausbaufähig, aber wofür habe ich das denn den Hebel? Den brauchst du bestimmt vielleicht noch. So, und jetzt kommt jetzt aber Trollololol. Ich habe es reingelegt. Es gibt nämlich 4 Teile. Okay. Ah, also du machst noch einen 4. Teil für uns, oder? Boah, wie viel Schaden macht ihr das? Das haben wir erstmal ein Herz gezogen. Wir gehen mal hier rein. Okay. Oh, da sehen wir die Welt nochmal von oben. Sieht bei mir auf jeden Fall ziemlich krass aus. Ich frag mich. Ach, guck mal, der Fernseher. Wieso kann ich dich nicht schlagen? Hör mal auf, mein Gott. Voll cool hier. Ich frage mich. Ja, was fragst du dich? Nach Kampf. Haben wir ja schon gemacht. Na, seid ihr reingefallen? XD? Nee, weil wir eigentlich abbauen. Dann wären wir eigentlich theoretisch, wenn wir den hier abgebaut haben. Ach so. Deswegen. Jetzt habe ich das kapiert. Okay. Ich würde der Map, wie gesagt, eine 2+ geben. Ich finde es cool, dass du Secrets eingebaut hast. Ich hoffe, wir haben jedes Secret gefunden. Und ja, ich hoffe auch. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn du noch einen weiteren Teil baust oder mehrere Maps baust. Wundert euch nicht, was gerade im Hintergrund läuft. Ich mache gerade eine Welt auf. Und, hört man das oder was? Ja. Und okay. Ja, auf jeden Fall cool. War eine coole Idee mit diesem Map. Und ich schmeiß jetzt alle meine Sachen hier rein. Zack, zack. Und dann. Hör auf! Och, mein Gott, ey! Ich wollte doch extra reinspringen am Schluss. Master Sword. Willst du mal auf, ich will jetzt alles da reinschmeißen, dass du dann am Schluss da reinspringen. So. Werf alles rein, was du hast. Werf ich da überhaupt was rein? Ja, natürlich, das ist nichts. Das fällt einfach durch die Welt. Ich weiß, ob ich da auch reinwerfe. So, jetzt. Du gehst da zuerst rein. Nee, ich springst du gleichzeitig rein. Du hast kein Knockback. Hacker. Ich sneake nur, deswegen habe ich kein Knockback. So, dass da gleichzeitig reinspringt mit einer Fackel in der Hand, damit wir auch schon Licht haben. Ja, ich habe auch Shader an, auf jeden Fall. 3, 2. Das stört mich noch, wenn ich reinspringe. Wir machen so ein 360. Okay, dann schmeißt das Feuer noch rein. Fackel auch doch. Komm, die ganze Fackel muss in den Dunkel reinspringen. So. Hier ist noch eine. Ja, ich wollte es jetzt nicht so dunkel haben. Komm, die hängen wir hier über. Hier. Geh mal weg. So. 1, 2, 3.
Ich hab Dias gefunden. Okay, mach's gut, bis dann. Tschüss.